Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Ich habe gedacht, wir reden heute mal ein bisschen über 50 Shades of Grey. Und zwar erstmal vorab, ich fand die Bücher nicht toll. Die meisten von euch werden wahrscheinlich wissen, dass das ja Fanfiction zu Twilight war. Wer nicht weiß, was Fanfiction ist, in dem Fall waren ursprünglich Christian und Anna eben Edward und Bella. Nur eben ohne Vampire und mit Sex. So. Ich habe die Bücher zuerst, glaube ich, auf Deutsch. Ich habe sie nicht gelesen, ich habe sie als Hörbuch bei YouTube geguckt, gehört, geguckt, ja, beides irgendwie. Ich habe es erst auf Deutsch gelesen, gehört, ihr wisst, was ich meine. Und muss sagen, ich war nicht begeistert. Ich fand den Schreibstil unglaublich schlecht. Diese bescheuerte innere Göttin ist mir sowas von auf die Nerven gegangen. Ich weiß, viele von euch finden die Bücher unglaublich toll. Ich fand sie wirklich nicht gut. Ich weiß nicht. Und so Floskeln haben sich immer wieder wiederholt. Irgendwie, ja, weiß ich nicht. Ich fand es einfach nicht gut geschrieben. Das hätte ich fast schon besser machen können, würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, wahrscheinlich nicht. Aber ich weiß nicht, vielleicht wisst ihr ja, was ich meine. Und an sich ist die Story ja auch Twilight, ne? Und ich habe es dann eben gedacht, ja, okay, dann schaue ich es eben nochmal auf Englisch an, beziehungsweise höre es nochmal auf Englisch. Und ich fand es auf Englisch ein kleines bisschen besser. Aber auch nicht überragend. So, also das vorab. Ich fand die Bücher, wie gesagt, nicht sonderlich toll. Stehe da wahrscheinlich recht alleine. Ich meine, es gibt wahrscheinlich so zwei Seiten. Entweder man liebt die Bücher oder man hasst die Bücher. Und ich bin so mittendrin irgendwo. Ich fand den Schreibstil halt scheiße. Ja, als ich dann gehört habe, dass es verfilmt werden sollte, war ich sehr überrascht, weil ich mir nicht vorstellen konnte, wie man das auf die Leinwand bringen kann. Weil, ja, es geht ja schon viel um Sex. Und wie wirst du das machen, habe ich mir halt gedacht. Dann hieß es ja irgendwie mal ursprünglich, es soll eine ab 18 Version geben und eine ab 16 Version. Das hat sich irgendwie dann doch wieder geändert. Die haben jetzt nur noch diese ab 16 Version und gut ist. Weiter ging es dann mit den Schauspielern. Ich hatte von vornherein eigentlich niemanden vor Augen. Ich meine, klar hat man irgendwann mal an Robert Pattinson und Kirsten Stewart vielleicht gedacht, weil man eben wusste, dass das ja eigentlich Twilight ist. Ich finde aber, die beiden passen nicht in die Rollen. Und hatte dann mich auch irgendwie überhaupt nicht mehr für interessiert. Was ist das denn hier? Guck mal. Hat mich jetzt irgendwie so geblendet. Genau. Ich glaube, sie stand ja schon sehr schnell fest. Wie heißt sie? Dakota Johnson, ne? Und bei ihr habe ich mir gedacht, so Gott, euer Ernst. Also ich fand, sie passt überhaupt nicht in die Rolle optisch. Weil Anna ist ja irgendwie so unschuldig und unerfahren und weiß ich nicht, ne? Und ich finde nicht, dass Dakota Johnson alt aussieht, auf keinen Fall. Aber irgendwie nicht so, wie ich sie mir vorgestellt habe. So, das erstmal zu Anna. Dann Christian, ursprünglich sollte das irgendjemand anderer spielen. Ich habe schon wieder seinen Namen vergessen. Ich habe ihn aber mal gegoogelt und oh mein Gott, sorry, aber der ist absolut nicht mein Typ. Ich finde den überhaupt nicht attraktiv, nicht im geringsten. Jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Moment, lasst mich das kurz nachgucken. Euch interessiert das doch bestimmt auch, wen ich nicht toll finde, oder? So, wir gucken auf Wikipedia. 50 Shades of Grey. Film. So. Also ursprünglich sollte das. Ich kann das jetzt nicht mehr finden. Irgend so ein komischer Typ mit einem Bart, der ging gar nicht. Ja, und dann hieß es ja, dass Jamie Dornan Christian spielen soll. Ich kannte ihn aus Once Upon a Time. Ich weiß nicht, ob jemand von euch die Sendung oder Serie auch geschaut hat oder wie auch immer. Da kannte ich ihn eben her. Und ich habe ihn dann so ein bisschen auf Pinterest gegoogelt und so und habe mir die ganze Zeit gedacht, oh, der sieht aber gar nicht schlecht aus. Also wirklich, die Bilder waren sehr überzeugend, sagen wir es mal so. Ihr könnt das ja mal bei Pinterest eingeben, Jamie Dornan und ihr wisst, was ich meine. Hab dann den Trailer irgendwann gesehen und habe mir gedacht, so, da sieht der irgendwie ganz anders aus. Ich fand ihn jetzt nicht überragend toll für die Rolle, aber besser als den, der davor vorgeschlagen wurde und besser als. Ach, den Namen habe ich leider auch schon vergessen. Irgendwie fanden alle einen bestimmten Kerl toll für die Rolle. Den habe ich dann auch mal gegoogelt, fand ich auch nicht so toll. Aber es ist ja alles Geschmackssache. So, also, Jamie Dornan und Dakota Johnson sollten eben hier, ne, die Hauptrollen übernehmen. So, den Trailer habe ich, wie gesagt, gesehen. Habe mir gedacht, so, ja, kann man ja mal machen.
Also ich wollte eigentlich von vornherein den Film sehen, weil ich einfach mir nicht vorstellen konnte, wie die das umsetzen. Ich war jetzt im Kino am Mittwoch, ja am Mittwoch mit einer Freundin und bin in den Film mit eigentlich keinen großen Erwartungen reingegangen. Einfach aufgrund dessen, dass ich die Bücher nicht so toll fand. Hab aber mir auch gedacht, eigentlich kann der Film ja dann nur besser werden. Wie gesagt, ich fand Dakota Johnson von vornherein so, aber gut. Wir haben uns den Film angeguckt. Ich meine, es gab unglaublich viele Szenen, wo du dir gedacht hast, okay, das ist Twilight. Nur um ein paar mal zu nennen. Was ich besonders lustig fand, war eine Szene, ich weiß es gar nicht mehr genau, den Wortlaut, darauf kommt es aber auch nicht an. Auf jeden Fall sagt Christian zu Anna irgendwann, dass sie ihn anschauen soll, damit er. Damit, ja, wie sagt man denn? Damit es ihm leichter fällt, zu erraten, was sie denkt. Und ich habe gedacht, wie Edward, oder? Ganz ehrlich. Dann das Geschenk, dieser Audi, ne, den sie geschenkt bekommt. Ich meine, gut, das hat in dem Buch dann auch noch eine andere Geschichte, sage ich mal. Aber ich habe ja alle drei Bücher gelesen. Also ich will euch jetzt aber auch nichts verraten dazu. Aber zum Film werde ich wahrscheinlich spoilern. Nur vorneweg. Mit dem Audi zum Beispiel. Ja, Edward wollte Bella ja auch immer Auto schenken und so Krams, ne? Also ich weiß nicht, es gab viele Parallelen. Oder auch, dass er ihr gesagt hat, ich kann dir nicht fernbleiben, so, ne? Das ist ja auch wie bei Twilight gewesen. Und ich weiß nicht, also ganz oft saß ich da und habe mir gedacht, so, euer Ernst, das ist ja wirklich eins zu eins. Ich habe mir das natürlich auch schon im Buch gedacht, als ich das Buch gelesen habe. Da gab es auch viele Szenen, wo ich gedacht habe, okay, geklaut quasi. Ich meine, es war ja die gleiche Geschichte. Ich weiß, ich bla bla bla. Ich blabber und blabber und es hat irgendwie gerade alles keinen roten Faden. Es ist einfach nur ein bisschen, ich lasse mich über 50 Shades of Grey aus. Oder was ich auch besonders toll fand, war, wo sie dann miteinander sprechen und rauskommt eben, dass sie noch Jungfrau ist, wo er dann sagt, wo warst du nur die ganze Zeit? Und sie sagt, ich habe gewartet. Und ich dachte, oh Gott, ist das kitschig. Also ja, ich meine, das ist eben auch irgendwie, der Edward hat ja auch immer auf die Bella gewartet. So, wisst ihr, was ich meine? Ja, also das erstmal zu den Twilight, 50 Shades of Grey, Vergleich, Sachen, Ähnlichkeiten. Ich weiß nicht, wie ich sie euch nennen soll. Es ist mir auf jeden Fall sehr stark aufgefallen. Was ich auch total bescheuert fand, war, dass die Schwester von Christian, wie heißt sie? Mia, die hat, wurde ja von Rita Ora gespielt, dass die einfach. Sie ist ja nun mal blond. Warum muss sie aussehen wie Alice? Also ja, es sind solche Sachen, aber. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, ich fand den Film 100-mal besser als das Buch. Wirklich. Ich weiß, ich bin mit dieser Meinung wahrscheinlich fast alleine, weil alle die Bücher toll fanden, die den Film geschaut haben. Aber ich fand den Film wirklich gut. Ich freue mich auf den nächsten Film. Und was mich am meisten überrascht hat, war Dakota Johnson. Ich meine, Wahnsinn. Die hat die Rolle unglaublich gut gespielt, finde ich. Ich habe ihr das alles wirklich abgekauft. Ich fand sie lustig, ich fand sie sympathisch, ich fand sie einfach toll. Also ich muss sagen, Jamie Dolan hat mich ein kleines bisschen enttäuscht. Kommt aber vielleicht auch noch Dakota Johnson. Top, wirklich. Das war eine totale Überraschung für mich, weil wie gesagt, ich fand sie von vornherein eigentlich nicht so toll für die Rolle. Hat mich aber positiv überrascht. Ich fand die Musik des Films unglaublich toll. Ich werde mir die jetzt auch gleich runterladen. Komm, ich mache das jetzt mit euch, weil ich finde den Soundtrack einfach unfassbar gut. Darum wird er jetzt runtergeladen. Und ich werde ihn wahrscheinlich hoch und runter hören, weil, wie gesagt, einfach super. Viele meinten ja, dass das Ende blöd wäre. Aber das Ende ist nun mal so wie im Buch auch. Also fast, ne? Also es hört so auf, das erste Buch. Darum war das für mich jetzt nicht unerwartet, wenn man die Bücher natürlich nicht gelesen hat. Ist das überraschend, aber ja, ich habe es ja gelesen. Ich hätte ihn unglaublich gerne auf Englisch geschaut, weil ich glaube, auf Englisch ist er einfach noch ein bisschen besser. Ich habe mit jemandem auf Instagram geschrieben gehabt. Oh nein, ich weiß seinen Namen nicht mehr. Ich gucke das. Ich weiß aber auch gar nicht, ob du meine Videos guckst. Falls nicht, dann nicht. Ansonsten heißt du. Einen Moment. Lenchen. Tierchen. Lenchen Tierchen hat mit mir ein bisschen geschrieben über den Film und sie meinte auch, ja, die haben sich ja dann immer so Nachrichten geschickt, ne? Was ich übrigens im Buch schöner fand. Also irgendwie die E-Mails zwischen den beiden hatten im Buch viel mehr, na, was heißt Bedeutung, aber die waren da irgendwie schöner als
im Film. Ich meine, klar, es ist wahrscheinlich schwierig und das umzusetzen und so. Und du hast wahrscheinlich auch keinen Bock, dir dann eine halbe Stunde irgendwie Nachrichten anzugucken, die da aufploppen. Die hatten das ja so gemacht, dass dann auf dem Bildschirm die Nachrichten kamen. Aber weiß ich nicht, das fand ich eigentlich ganz schön im Buch. Jetzt habe ich total den Faden verloren. Was wollte ich denn sagen? Ach ja, Lenchen Tierchen. Lenchen Tierchen, ja. Lenchen Tierchen meinte eben auch, dass bei diesen Nachrichten dieses Papierkram, warte, was, sie hatte das geschrieben, Moment. Scheiß auf Papierkram, genau. Und das fand sie ja halt total bescheuert vom Dialog her. Aber ich glaube, gerade solche Sachen kommen im Englischen nochmal ganz anders rüber. Zum Beispiel heißt da bestimmt Fuck the Paperwork oder sowas. Ich weiß es nicht. Da kommt das dann auch nicht mehr so bescheuert rüber. Ja, generell, ich bin kein Deutsch-Film-Liebhaber. Ich schaue die Filme gerne im Original. Sie gab es auch im Original, aber meine Freundin wollte ihn nicht auf Englisch gucken. Schade, aber ich glaube, das werde ich auf jeden Fall noch tun. Ja, im Großen und Ganzen war ich wirklich begeistert vom Film. Es ist natürlich jetzt nicht der beste Film, den ich jemals gesehen habe, aber wirklich, der hat mich positiv überrascht. Ich hatte Spaß, ihn anzugucken. Ich freue mich auf den nächsten Film. Ich fand Dakota Johnson unfassbar gut. Natürlich sind einige Dinge nicht im Film vorgekommen, die in den Büchern vorhanden waren. Zum Beispiel, was ich ein bisschen schade fand, zum Beispiel, wo Anna zu ihrer Mutter fliegt, zahlt Christian eh ja das First-Class-Ticket heimlich. Und das wurde zum Beispiel überhaupt nicht erwähnt. Ich meine, die saß dann da mit ihrem Sektglas, das heißt, sie war wahrscheinlich in der ersten Klasse, aber solche Sachen wurden einfach irgendwie rausgelassen. Das fand ich ein bisschen schade. Oder ich weiß nicht, ob ich mich jetzt richtig erinnere, aber gab es nicht auch eine Szene, wo er bei ihr in der Wohnung war und dann gegangen ist und sie irgendwie geschrieben hat, sie wünschte, er würde bleiben oder er wäre nicht gegangen und er dann nochmal zurückkommt? Ich könnte mich jetzt auch total irren, aber darauf habe ich die ganze Zeit gewartet und das kam nicht. Aber ich meine, gut, du kannst nicht alles, was in dem Buch vorkommt, in den Film verpacken, das ist ja auch klar. Ja, das war auf jeden Fall meine Meinung zu 50 Shades of Grey. Ich würde mich freuen, wenn ihr unten in die Kommentare eure Meinung zum Film schreibt und vielleicht auch zu den Büchern und würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, ob jemand die gleiche Meinung wie ich habe hat. Ach Mensch, ich weiß nicht, ich habe gerade irgendwie ein bisschen Sprachfehler. Ich habe mich da so in Rage jetzt geredet, dass ich mich erstmal wieder ein bisschen beruhigen muss. Ja, ich habe übrigens Locken, habt ihr gesehen, ne? Ich habe wieder mal diese Papillotten-Dinger gemacht. Ich habe die auch gefilmt. Ich weiß nicht, ob das davor oder danach online kommt. Schauen wir mal. Das Licht ist unglaublich scheiße, darum habe ich es auf Schwarz-Weiß gemacht. Aber es geht ja nur um die Technik. Und es tut mir leid, dass ich so oft Scheiße in diesem Video gesagt habe. Ich werde mich jetzt zusammenreißen. Und das ist übrigens einer dieser Make-up Revolution Velvet Lacquer, Salvation Velvet Lacquern in, ich glaube, ach ja, Keep Trying for You. Und der ist ziemlich cool. Der ist, also wenn ich da jetzt drüber gehe, kommt der überhaupt. Ja, ich habe hier noch einen Swatch von eben, aber der geht nicht ab, der bleibt. Und das finde ich hervorragend. Genau. So, meine Meinung zum 50 Shades of Grey Film und zu den Büchern, so ein kleiner Abriss. Ja, ich freue mich wie gesagt auf den nächsten Film und ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Immer her mit euren Meinungen in die Kommentare, darüber würde ich mich super freuen und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss!